Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute Abend über Skype mit einigen Brüdern und Schwestern eingefunden, um die erste Lesung, also beziehungsweise die zweite Lesung, aber das erste Kapitel anzugehen von dem wundervollen neuen Werk, das ich mir vorgenommen habe, auf Skype und auf YouTube zu lesen. Die Babylon Mysterienreligion, das Buch von Ralph Woodrow, das 1966 erschien, das zum großen Teil basiert ist auf dem, was bereits Alexander Hislop 1853 in seinem Buch von Babylon nach Rom veröffentlicht hat. Und das Buch, das er eben auch gegen Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts dann zurückgezogen hat. Darüber hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon gesprochen und das wird wahrscheinlich immer irgendwo ein Gesprächsthema bleiben. Dass er sich damit natürlich selber in die Nesseln setzt, ist eine andere Frage. Das nimmt aber nichts weg davon, dass das Buch ein sehr legitimes Buch ist, dass ich mich unglaublich freue, lesen zu können. Das tue ich zumindest heute, weil bevor wir mit der Lesung selber anfangen, ihr kennt mich ja, habe ich ja immer noch ein paar andere Sachen. Heute habe ich zum Beispiel eine Sache, die ich euch mal eben kurz zeigen wollte. Und zwar ist das ein Kommentar, den ich bekommen habe auf Nummer 25 von Romanismus und die Reformation, das Buch, was wir hier vor offiziell gelesen hatten. Und der Kommentar lautet hier: meine zugegeben unwichtige Meldung, oder Meinung besser gesagt, wir sind schon in der Drangsal, sind aber vor dem Ausschütten der letzten Plagen weg. Drop the hammer. Dass ich so einen Kommentar bekomme, nachdem 25 Lesungen von Romanismus und Reformation ganz deutlich darauf hingewiesen haben, dass es die historische Betrachtung der Geschichte ist und nicht die futuristische, die die Wahrheit, die biblische Wahrheit ist, hat mich ein wenig geschockt, möchte ich mal sagen. Deswegen habe ich auf diesen Kommentator geantwortet, Zitat, sind aber vor dem Ausschütten der letzten Plagen weg. Du hast leider gar nichts von der gesamten Buchlesung begriffen. Ich glaube, das darf man sich erlauben zu schreiben, wenn wir im 25. Teil einer solchen Lesung sind. Daraufhin kriege ich die Antwort, macht nichts, kein Mensch ist unfehlbar. Gut, sage ich, stimmt. Aber bringt ja nichts, sich Videos anzuschauen, wo biblische Lehre gegen antichristliche Lehre aufgezeigt wird und dann eben betrogen als zuvor zu bleiben. Darauf die Antwort, zurzeit sind ganz schön viele auf YouTube unterwegs, die es ganz genau wissen. Ich glaube an den alten und den neuen Bund und an Jesus Christus, der sich am Kreuz für unsere Sünden geopfert hat. Ich versuche, die Gebote zu halten und meine Sünden zu bereuen. Bei meinen Kindern achte ich auch darauf. Irgendwie lässt mich das ziemlich relaxed leben. Ich bin nicht der Richter, das überlasse ich meinem Herrn Yahushua. Matthäus 7, Vers 20. Und in Matthäus 7, Vers 20 lesen wir: Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Jesus Christus, der dort spricht. Ich musste da aber nochmal darauf antworten, weil ich glaube, dass er irgendwas in den falschen Hals bekommen hat. Deswegen habe ich zurückgeantwortet, ich zweifle deinen Glauben nicht an, ne? Weil er sagt, ich glaube an den alten und den neuen Bund, ich habe ja nicht angezweifelt, was er glaubt, ich habe angezweifelt, dass er das Video versteht. Ich zweifle deinen Glauben nicht an, sage dir in diesen Videos mit dem Wort Gottes, wer der biblische, historische und prophetische Antichrist ist und zeige biblisch auf, dass die Entrückung und siebenjährige Drangsal antichristliche, antibiblische Lehre ist. Ich spreche also nicht von meinem Wissen, sondern teile dir das Wort Gottes mit, ohne Einfluss irgendeines Menschen. Deine Bemerkung, die ich in meiner ersten Antwort zitiert habe, also sind aber vor dem Ausschütten der letzten Plagen weg, diese Bemerkung, beweist, dass du nicht die biblische historische Interpretation verstehst, sondern der futuristischen, antichristlichen Lehre aufgesessen bist. Und das habe ich lediglich probiert, dir deutlich zu machen. Worauf er antwortet, deine Meinung zum Antichrist teile ich, zur Entrückung nicht. Ich warte es einfach ab. Und ich habe das deswegen vorgelesen, weil ich es erstaunlich finde, dass jemand entweder dieses Video für sich guckt oder diese ganze Buchlesung, 25 Lesungen, und noch immer nicht verstanden hat, wie wichtig es ist, die richtige, wirkliche biblische Lehre zu verstanden zu haben, und dass er stattdessen sagt, ich warte es einfach ab. Nach dem Motto, ich lasse es mal auf mich zukommen. Das finde ich ziemlich traurig und das wollte ich halt gerne mit euch teilen, bevor wir jetzt in die Lesung gehen. Die nächste Sache, die ich euch kurz mitteilen wollte, war eine Meldung, die vor wenigen Minuten reinkam, ja, gegen 7:30 Uhr.
Was Amir Ex-Moslems klären auf, bist du für die Katholiken und den sogenannten schlafenden Christen. Gott möge eure Arbeit segnen und die Freude des ewigen Lebens ist euch gewiss. Danke Martin Landschutzer für diesen Kommentar auf Romanismus und die Reformation Teil 15. Und genau deswegen, aus diesem Grund, habe ich auch dieses Buch hier auf mich genommen, Babylon, Mysterien, Religion von Ralph Wuttrow zu lesen, weil auch das wieder einigen Katholiken und sogenannten Christen helfen soll, zu einem besseren Geschichtsverständnis und zu begreifen, wer die Hure von Babylon ist. Nun, bevor wir jetzt direkt mit der Lesung hier anfangen, noch etwas Neues. Bruder Bernd hat in einem meiner Foren, ich glaube, das war hier die Gesprächsrunde, vor ein paar Tagen einen Link gemacht von einem Buch, dass ich überhaupt nicht wusste, dass es das in Deutsch gibt, von James Aitken Wiley, ein englischer protestantischer Autor des 19. Jahrhunderts, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts sehr, sehr viele Bücher geschrieben hat, von dem ich im Augenblick The Last Exodus or The Time of the End, How Near Are We To It in Englisch lese, das von 1862 ist, der The Papacy is the Antichrist, The Demonstration geschrieben hat, der Rome and Civil Liberty geschrieben hat, das Tom Fress auf seinem Kanal gelesen hat. Und hier gibt es ein Buch, das heißt Geschichte, Lehren, Geist und Aussichten des Papsttums, erste von der Evangelischen Allianz gekrönte Preisschrift. Das Buch ist von 1853 übersetzt. Ja, da steht jetzt auf dieser Seite, da steht hier unten, Elberfeld, 1853, hat 453 Seiten und dieses Geschenk von Bernd hat mich dazu veranlasst, in das Buch reinzugehen und zu lesen. Und ich bin, ich glaube, auf Seite 70 oder 80 inzwischen angekommen. Es ist ein unglaublich interessantes Buch und deswegen teile ich jetzt mit, das ist keine Frage, das ist eine Mitteilung, dass ich ab nächster Woche es so machen werde, dass wir eine Woche Babylon Mysterien Religion eine Stunde lesen werden und die Woche drauf anstatt Babylon Mysterien Religion eine Stunde dieses Buch von James Aitken Wiley lesen werden. Weil das ist so ein tolles Buch, so unglaublich wichtig und lehnt sich auch so unglaublich gut an der Lehre, die wir von Henry Gretton Guinness in Romanismus und die Reformation hier vor bereits gelernt haben. Das, ja, viele leere Seiten hier, dass ich sage, das ist wirklich ein Buch, ganz, ganz toll und das möchte ich dann auch mit euch zusammen durchlesen. Und wenn ich erst Babylon Mysterien Religion ganz lese und dann dieses Buch, dann ist schon 2019 wieder vorbei, bevor ich überhaupt zu diesem Buch komme. Deswegen dachte ich, wir machen das abwechselnd und damit wird also nächste Woche nicht Babylon Mysterien Religion gelesen, was ich jetzt gleich anfange, sondern James Aitken Wiley, Geschichte, Lehren, Geist und Aussichten des Papsttums. Herzlichen Dank, Bruder Bernd, für das Senden dieses Links. Und natürlich konntest du nicht wissen, was du damit anrichtest, aber das hat mich so gefesselt. Ich habe fast jeden Abend diese Woche in diesem Buch gelesen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht soweit. Und das wird es auch noch weiterhin. So, jetzt fangen wir aber an mit Babylon Mysterien Religion von Ralph Wuttrow zu lesen. Das erste Kapitel heißt Babylon, die Quelle falscher Religion. Nebenbei lasse ich hier ein Video spielen, das die Aufzeichnung ist meiner englischen Buchlesung, die ich damals gemacht habe. Da sind einige Bilder drin, die kann man sich dann zwischendurch angucken. Ist ja immer interessant, wenn nebenbei so ein kleiner Film läuft. Und wir konzentrieren uns natürlich jetzt auf das geschriebene Wort von Ralph Wuttrow. Zum Ursprung Babylons. Die babylonische Mysterienreligion wird im letzten Buch der Bibel symbolisch als eine in Purpur und Scharlach gekleidete und mit Gold, kostbaren Steinen und Perlen geschmückte Frau dargestellt. In ihrer Hand hält sie einen goldenen Becher voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hat an ihrer Stirn einen Namen geschrieben. Dazu lesen wir Offenbarung Kapitel 17, Verse 1 bis 6. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gesicht über die Gericht, über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.
und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Wenn die Bibel symbolische Sprache benutzt, kann Frau ein Bild für die Gemeinde sein. Die wahre Gemeinde wird zum Beispiel mit einer Braut, einer keuschen Jungfrau, einer Frau ohne Flecken und Runzeln beschrieben, wie wir lesen in Epheser Kapitel 5, Vers 27, Zitat: damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und auch in Offenbarung Kapitel 19, Verse 7 und 8 lesen wir, Zitat: lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. In auffallendem Gegensatz jedoch zu der Gemeinde wird die Frau in unserem Text als eine unreine, eine befleckte Frau, ja, als eine Hure beschrieben. Wenn es richtig ist, diese Symbolik auf ein Kirchensystem anzuwenden, dann geht daraus klar hervor, dass es sich nur um eine beschmutzte und gefallene Kirche handeln kann. Die Bibel nennt sie in Großbuchstaben das Geheimnis Babylon. Als Johannes das Buch der Offenbarung schrieb, war die Stadt Babylon bereits zerstört und als Ruine hinterlassen worden. So hatten es die Propheten des Alten Testaments vorausgesagt, nämlich Jesaja in Kapitel 13, Verse 19 bis 22 und das gesamte Kapitel Jeremia 51. Und beides werden wir sofort lesen. Obwohl jedoch die Stadt Babylon zerstört war, existierten die religiösen Vorstellungen und Gebräuche, die in Babylon ihren Ursprung hatten, weiter. Ein schönes Beispiel dafür, dass man das Materialistische oder das Fleisch töten kann, aber dass der Geist überlebt. In Jesaja Kapitel 13, Verse 19 bis 22 lesen wir in der Bibel, Zitat: so wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten und keine Hirten werden ihre Herden dort lagern lassen. Sondern Steppentiere werden dort liegen und ihre Häuser werden voller Eulen sein und Strauße werden dort hausen und Ziegenböcke herumhüpfen. Und wilde Hunde werden heulen in ihren verödeten Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Ihre Zeit ist nahe herbeigekommen und ihre Tage sollen nicht verlängert werden. Und dann kommen wir zum Kapitel 51 in Jeremia. Und dieses Kapitel finde ich so kräftig, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne das Ganze lesen. Und da dieses Buch ja zu einem besseren Verständnis auch der Bibel beitragen soll, ist es ja nicht verkehrt, einmal ein ganzes Kapitel aus der Bibel zu lesen. Also lesen wir in Jeremia Kapitel 51 aus dem Alten Testament. Zitat: so spricht der Herr: siehe, ich erwecke einen verderbenbringenden Wind gegen Babel und gegen die, welche das Herz meiner Widersacher bewohnen. Und ich will Fremde nach Babel schicken, die es worfeln und sein Land auskehren werden, denn sie werden sich von allen Seiten gegen es aufmachen am Tag des Unheils. Der Bogenschütze möge seinen Bogen gegen den spannen, der den Bogen spannt, und gegen den, der sich in seinem Panzer erhebt. Und habt kein Mitleid mit seinen auserwählten Kriegern, vollstreckt den Bann an seinem ganzen Heer. Ja, Erschlagene sollen fallen im Land der Chaldäer und Erstochene auf ihren Straßen. Denn Israel und Juda sollen nicht verwitwet gelassen werden von ihrem Gott, dem Herrn der Heerscharen. Das Land der Chaldäer dagegen ist voller Schuld gegen den Heiligen Israels. Flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Das erinnert mich sehr an Offenbarung 18,
Vers 4, in der es heißt: Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn. Er bezahlt ihm, was es verdient hat. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Welt trunken machte. Die Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker rasend geworden. Babel ist plötzlich gefallen und zertrümmert worden. Heult über es, bringt Balsam für seine Wunden, vielleicht kann es noch geheilt werden. Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Der Herr hat unsere Gerechtigkeit ans Licht gebracht. Kommt, wir wollen in Zion das Werk des Herrn, unseres Gottes, verkünden. Schärft die Pfeile, fasst die Schilde. Der Herr hat den Geist der Könige von Medien erweckt. Denn sein Trachten ist gegen Babel gerichtet, um es zu verderben. Denn das ist die Rache des Herrn, die Rache für seinen Tempel. Richtet das Kriegsbanner gegen die Mauern Babels auf. Verstärkt die Bewachung, stellt Wächter auf, legt die Hinterhalte. Denn was der Herr sich vorgenommen hat, was er gegen die Bewohner von Babel geredet hat, das wird er auch tun. Die, du an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes ist voll. Der Herr hat der Heerscharen, hat bei sich selbst geschworen, ich will dich mit Menschen füllen wie mit Heuschrecken, sie sollen ein Triumphgeschrei über dich anstimmen. Er ist es, der die Erde durch seine Kraft gemacht hat, der den Weltkreis in seiner Weisheit gegründet und mit seiner Einsicht die Himmel ausgespannt hat. Wenn er seine Stimme hören lässt, entsteht Wasserrauschen am Himmel und Gewölk zieht von den Enden der Erde herauf. Er macht Blitze, damit es regnet, und lässt den Wind aus seinen Vorratskammern hervor. Da werden alle Menschen zu Narren mit ihrem Wissen, und beschämt wird jeder Goldschmied über das Götzenbild, denn was sie gießen, ist Betrug, und kein Geist ist darin. Schwindel ist's, lächerliches Machwerk, zur Zeit ihrer Heimsuchung gehen sie zugrunde. Aber Jakobs Teil ist nicht wie diese, sondern er ist's, der das All gebildet hat und auch den Stamm des Erbteils, Herr der Heerscharen ist sein Name. Du bist mir ein Hammer und eine Kriegswaffe. Mit dir zerschmettere ich Völker und mit dir zerstöre ich Königreiche. Mit dir zerschmettere ich Ross und Reiter, mit dir zerschmettere ich Streitwagen und Besatzung. Mit dir zerschmettere ich Mann und Frau, mit dir zerschmettere ich Greis und Knabe, mit dir zerschmettere ich den jungen Mann und die Jungfrau. Mit dir zerschmettere ich auch den Hirten samt seiner Herde, mit dir zerschmettere ich den Ackersmann samt seinem Gespann, mit dir zerschmettere ich Statthalter und Befehlshaber, und ich will Babel mit und allen Bewohnern Chaldeas alles Böse vergelten, das sie in Zion angetan haben, vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens, der du die ganze Erde verdirbst, und ich lege meine Hand an dich und wälze dich von den Felsen herunter und mache dich zu einem verbrannten Berg, so dass man weder Eckstein noch Grundstein von dir nehmen wird, sondern eine ewige Wüste sollst du werden, spricht der Herr. Richtet das Kriegsbanner auf im Lande, stoßt in die Posaune unter den Heiden, heiligt die Völker gegen sie, beruft die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenas gegen sie. Bestellt Heerführer gegen sie, lasst Pferde anrücken, borstigen Heuschrecken gleich. Heiligt Völker gegen sie, die Könige von Medien, ihre Statthalter und all ihre Befehlshaber und das ganze Gebiet ihrer Herrschaft. Da wird die Erde erzittern und beben, wenn die Ratschlüsse des Herrn gegen Babel zustande kommen, um das Land Babel zur Wüste zu machen, so dass niemand mehr darin wohnt. Die Helden Babels haben's aufgegeben zu kämpfen. Sie sitzen in ihren Festungen, ihre Kraft ist versiegt, sie sind zu Weibern geworden. Man hat ihre Wohnungen in Brand gesteckt, ihre Riegel sind zerbrochen. Ein Schnellläufer läuft dem anderen entgegen und ein Bote dem anderen, und dem König von Babel zu melden, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist.
dass die Furten besetzt und die Bollwerke mit Feuer verbrannt sind und die Kriegsleute den Mut verloren haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Die Tochter Babel ist wie eine Tenne zu der Zeit, da man sie feststampft. In kurzem wird sie die Zeit der Ernte wird für sie die Zeit der Ernte kommen. Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen und vernichtet. Er hat mich wie ein leeres Gefäß hingestellt. Er hat mich verschlungen wie ein Drache. Er hat seinen Bauch gefüllt mit dem, was meine Freude war. Er hat mich vertrieben. Der Frevel, der an mir und meinem Fleisch begangen wurde, komme über Babel, spreche die Bewohnerin von Zion, und mein Blut komme über die Bewohner von Chaldäa, spreche Jerusalem. Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich will deine Rechtssache führen und die Rache für dich vollziehen, und ich werde seinen Strom austrocknen und seine Quelle versiegen lassen. Und Babel soll zu einem Steinhaufen werden, zur Behausung der Schakale, zum Entsetzen und zum Gespött, und niemand, niemand soll darin wohnen. Sie brüllen alle zusammen wie junge Löwen und knurren wie Löwenkätzchen. Wenn sie erhitzt sind, bereite ich ihnen ein Trinkgelage und mache sie trunken, damit sie frohlocken und einen ewigen Schlaf schlafen, aus dem sie nicht mehr erwachen sollen, spricht der Herr. Ich führe sie wie Lämmer zur Schlachtbank hinab, wie Widder samt den Böcken. Wie ist Sheshak erobert worden und eingenommen, der Ruhm der ganzen Erde? Wie ist Babel zum Entsetzen geworden unter den Heidenvölkern? Ha, das Meer ist gegen Babel heraufgestiegen, von seinen brausenden Wellen wurde es bedeckt, seine Städte sind zur Einöde geworden, zu einem dürren und wüsten Land, zu einem Land, in dem niemand wohnt und durch das kein Menschenkind zieht. Ich will den Bel von Babel heimsuchen und ihm wieder aus dem Rachen reißen, was er verschlungen hat, und die Heiden sollen ihm nicht mehr zuströmen, auch die Mauer Babels ist gefallen. Geht hinaus aus seiner Mitte, mein Volk, und jeder rette seine Seele vor dem grimmigen Zorn des Herrn, dass nur euer Herz nicht verzage und ihr euch nicht fürchtet vor dem Gerücht, das man im Land hören wird, wenn in einem Jahr dieses und im anderen Jahr jenes Gerücht kommt und Gewalttätigkeit verübt wird im Land und ein Herrscher sich gegen den anderen erhebt. Darum siehe, es kommen Tage, da werde ich die Götzen Babels heimsuchen, da soll sein ganzes Land zu Schanden werden und alle seine Erschlagenen in seiner Mitte fallen. Himmel und Erde samt allem, was in ihnen ist, werden dann über Babel jubeln, denn vom Norden her werden die Zerstörer zu ihm kommen, spricht der Herr. Auch Babel soll fallen, ihr Erschlagenen Israels, gleich wie um Babels Willen Erschlagene auf der ganzen Erde gefallen sind. So zieht nun weg, die ihr dem Schwert entflohen seid, und steht nicht still. Gedenkt in der Ferne an den Herrn, und Jerusalem sei das Anliegen eures Herzens. Wir mussten uns schämen, denn wir haben Schmähreden gehört. Vor Scham mussten wir unser Angesicht bedecken, weil Fremde über die Heiligtümer des Hauses des Herrn hergefallen sind. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich über seine Götzen Gericht halten werde, und in seinem ganzen Land werden tödlich Verwundete stöhnen. Wenn Babel auch bis zum Himmel emporstiege und seine Macht in der Höhe befestigte, so würden von mir aus dennoch Verwüster zu ihm kommen, spricht der Herr. Es erschallt ein Geschrei aus Babel und ein großes Krachen aus dem Land der Chaldäer, denn der Herr verwüstet Babel und macht darin dem lauten Lärmen ein Ende. Es brausen seine Wellen wie große Wasser, es erschallt der Lärm seines Getöses, denn ein Verwüster ist über Babel gekommen. Seine Helden sind gefangen und ihre Bogen zerbrochen worden, denn der Herr ist ein Gott der Vergeltung, er wird sicher vergelten. Und zwar will ich seine Fürsten und seine Weisen, seine Statthalter, seine Befehlshaber und seine Helden trunken machen, dass sie einen ewigen Schlaf schlafen und nicht mehr erwachen, spricht der König, dessen Name Herr der Heerscharen ist. So spricht der Herr der Heerscharen: Babel soll von seinen breiten Mauern gänzlich entblößt werden, und seine hohen Tore sollen mit Feuer verbrannt werden. Und so arbeiten die Völker vergebens, und die Nationen mühen sich, führt das Feuer ab, und sie werden aufgeben.
Der Autor fährt fort und sagt: Diese waren in vielen Nationen der Welt reichlich vertreten. Was war die Religion des alten Babylon? Wie hatte alles begonnen? Welche Bedeutung kommt ihr heute zu, 2019? Wie hängt das alles mit dem zusammen, was Johannes im Buch der Offenbarung schrieb? In der Zeit kurz nach der Sintflut begannen die Menschen nach Osten zu ziehen. Zitat: Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. So lesen wir im ersten Buch Mose, also Genesis, Kapitel 11, Vers 2. Als sie von Osten aufbrachen. Nun, eine Bemerkung, die ich hierbei geschrieben habe, ist, was für ein Unterschied hier. Die König-James-Bibel und die Elberfelder haben eine andere Version als die Schlachter 2000. In der Schlachter 2000 lesen wir nämlich, Zitat, und es geschah, als sie nach Osten zogen. Da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und sie ließen sich dort nieder. Wohingegen in der Elberfelder und König James steht, und es geschah, als sie von Osten aufbrachen. Ja, in der König James steht von Osten. Genesis Kapitel 11, Vers 2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Also nicht, als sie nach Osten gingen, sondern als sie von Osten aufbrachen. Wieder mal ein Beweis, dass Bibelstudie manchmal auch verlangt, dass man die eine und die andere Bibel miteinander vergleicht, weil ich fand das schon merkwürdig, dass in der Schlachterbibel nach Osten steht und sowohl in der Elberfelder als auch in der König James steht, von Osten aufbrachen. Interessant, das zu bemerken, finde ich das auf jeden Fall. Und deswegen habe ich das angestrichen und da muss man halt sehen, kamen sie nach Osten oder von Osten? Das ist natürlich immer eine Frage des Gesichtspunkts, weil wir sprechen hier von nach der Sintflut. Und wir wissen, dass die Arche runtergekommen ist von den Wasserbergen, also auf einem Berg gelandet ist, dem Berg Ararat, der heute in der östlichen Türkei liegt. Sind sie von da aus dann nach Osten aufgebrochen, also in das alte Babylon zurück? Oder sind sie von Osten aufgebrochen, von dort in andere Regionen? Das ist eine interessante Frage, die die Bibel hier nicht schlüssig beantwortet, weil es zwei verschiedene Übersetzungen gibt, von Osten und nach Osten. Und das Merkwürdige ist, dass halt die König-James-Bibel ja auf den original masoretischen Text beruht, genau wie die Schlachter, und dass in diesen beiden Bibeln eine Diskrepanz ist. Die normalerweise verfälschte Elberfelder, die sagt es wie die König James, von Osten. Die Schlachter sagt nach Osten. Es war jedenfalls das Land Shinar, wo die Stadt Babylon erbaut wurde. Und dieses Land wurde bekannt als Babylonien oder später auch als Mesopotamien. Das sind zwei Namen für ein und dasselbe Land. Nimrod, der erste König, ein mächtiger Jäger, er war ein Rebell gegen Gott. Hier hatten die Flüsse Euphrat und Tigris, also im Land Shinar, weite Ackerflächen geschaffen, die im Überfluss Feldfrüchte hervorbrachten. Es gab jedoch bestimmte Probleme, mit denen sich die Menschen auseinanderzusetzen hatten. Da waren zum einen die wilden Tiere, die das ganze Land bevölkerten und die eine ständige Bedrohung für die Sicherheit und den Frieden der Einwohner darstellten, wie wir unter anderem lesen im zweiten Buch Mose, also Exodus, Kapitel 23, Verse 29 und 30, wo geschrieben steht, Zitat, »Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sie nicht vermehren zu deinem Schaden.« Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, so dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Also Gott teilt uns hier ganz deutlich mit, dass es keine Notwendigkeit gibt, eine Stadt mit Mauern zu erbauen, um die Leute einzuschließen und sozusagen vor den Tieren in Sicherheit zu bringen. Das ist nämlich, was Nimrod mit dem Bau von Babylon getan hat. Es war klar, fährt der Autor fort, dass jeder, der von diesen Bestien erfolgreich Schutz bieten konnte, großes Lob von der Bevölkerung erhielt.
In dieser Situation erschien ein großer, kräftig gebauter Mann namens Nimrod auf der Bildfläche. Er wurde als ein mächtiger Jäger der wilden Tiere gerühmt. Die Bibel sagt uns, und Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Nachzulesen im Buch Genesis, also 1. Buch Mose, Kapitel 10, Verse 8 bis 9. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. So lautet es in der Schlachter. Ja, ich habe mal einen Kommentar. Ja, bitte. Bei der Genesis 8,4, also im ersten Buch Mose, steht in der englischen King James Bible, and the ark rested in the seventh month on the 17th day of the month upon the mountains of Ararat. Also zu Deutsch in den Bergen oder im Gebirge von Ararat. Ich habe es immer so verstanden, als wenn jetzt nicht der Berg per se gemeint ist, sondern das Gebirge, was dann auch den Fund von Ron Wyatt beispielsweise verifizieren würde, also auf den Bergen oder Gebirge und nicht der Berg selber. Nur ja, mal eben. Das spreche ich gar nicht gegen. Für mich war Ararat jetzt immer der eine Berg oder halt das Gebirge, ja, das da ist. Ich glaube, das ist mehr oder weniger, lass uns mal sagen, unwichtig, wenn wir sehen, dass in dieser Welt sowieso daran gezweifelt wird, ob die Arche überhaupt gegeben hat und selbst der Fund von Ron Wyatt und andere Bilder, selbst sogenannte Satellitenbilder von der NASA und anderen Organisationen, die gemacht wurden davon, in dieser sogenannten wissenschaftlichen Welt als Irrtum abgetan werden. Ich war mir gar nicht bewusst, dass Ararat ein ganzes Gebirge war, aber auf einem der höchsten Berge dieses Gebirges wird dann wohl die Arche niedergekommen sein, nicht? Ja, ich wollte es halt einfach nur nochmal verifizieren für die, die da dann eventuell nach in den Kommentaren da wieder ins Wort fallen wollen. Deswegen habe ich da jetzt gerade mal so ein bisschen Vorsorge treffen wollen. Gut. Alles gut. Das Ararat habe ich ja auch aus meiner eigenen Meinung hinzugefügt. Das stand ja so nicht im Buch. Ne? Ich habe ja Ararat hier selber zugefügt aus meiner Wissen draus. Aber es ist schön, dass du das ergänzt, dass es also um das Gebirge Ararat geht, das aber im Osten der Türkei ist. Ne? Im Osten der heutigen Türkei, oder? Befindet sich das doch. Ja, das auf jeden Fall richtig. Das ist auch nicht so weit weg von dem eigentlichen Berg. Also das ist eine ganze, ich glaube, in Deutsch heißt es Gebirgszug. Mhm. Also ist so eine ganze Ansammlung. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch auf so topografischen Karten sehr gut deutlich, dass es ein erhöhtes Bergland ist. Das auf jeden Fall, ja. Okay, prima. Dann danke ich dir recht herzlich für diesen Einwurf, für den unsere Zuschauer dann auch wahrscheinlich sehr dankbar sein werden. Der Autor fährt fort und sagt, es war offensichtlich Nimrods Erfolg als mächtiger Jäger, der ihn unter diesem primitiven Volk berühmt werden ließ. Er wurde ein Mächtiger auf der Erde, ein berühmter Führer in gesellschaftlichen Angelegenheiten. In der Zeit, als er sich dieses Prestige erwarb, ersann er sich eine bessere Möglichkeit des Schutzes. Warum sollte man nicht das Volk in Städten zusammenfassen und diese mit Schutzmauern umgeben, anstatt die wilden Tiere ununterbrochen zu bekämpfen? Also, warum nehme ich mein Schicksal nicht selbst in die Hand? Warum lasse ich Gott für die Menschen sorgen, wenn ich als Mensch das doch besser kann? Nimrod ist hier bereits der Vorläufer des Antichristen. Darüber hinaus, was hinderte daran, diese Städte zu einem Königreich zusammenzuschließen? Dies war offensichtlich das Denken Nimrods, denn die Bibel sagt uns, dass er solch ein Königreich gründete. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Shinear. 1. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 10. Bis auf Shinear, das in der Schlachter Sinear geschrieben wird, ist das Wort gleich. Das Königreich des Nimrod ist das erste Königreich, das in der Bibel erwähnt wird. War auch manche von Nimrod erzielte Errungenschaft wirklich gut, bleibt doch die Tatsache bestehen, dass Nimrod ein antigöttlicher Führer war. Der Name Nimrod wird abgeleitet von Marad und bedeutet, er rebellierte. Der Ausdruck »ein Mächtiger vor dem Herrn« kann eine feindliche Bedeutung haben. Das Wort »vor« wird manchmal in der Bedeutung »gegen den Herrn« verwendet, genau wie Antichrist gegen Christ oder auch anstatt.
die Enzyklopädie des Judentums, also die jüdische Enzyklopädie, die uns unter anderem in Herrscher des Bösen die wunderbare Erkenntnis gegeben hat, dass die Rothschilds Wächter des Vatikanschatzes sind. Diese Enzyklopädie merkt an, dass Nimrod derjenige gewesen war, der das Volk gegen Gott rebellisch machte. Ende Zitat hier. Und da muss ich noch mal ganz kurz eben eine kleine Sache einwerfen. Nur eine kleine Sache. Es ist wirklich, es geht noch mal um den Widerruf, den der Autor über dieses Buch gemacht hat. Er hat ja The Babylon Connection, also die Babylon-Verbindung in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben, als er dieses Buch im Grunde zurückgerufen hat, als er gesagt hat, dieses Buch ist alles Lüge, was ich da geschrieben habe. Da hat er aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nämlich, wenn er alles, was er in diesem Buch schreibt, auf einmal als falsch verwirft, dann verwirft er auch alle Quellen, die er hier nennt. Die jüdische Enzyklopädie, aus der wir gerade eben gelesen haben, ist eine davon. Die römisch-katholische Enzyklopädie, wie wir bereits in der letzten Sendung besprochen haben, ist eine andere davon. Die ganze Arbeit von Alexander Hislop ist eine andere. Und die aller anderer Geschichtslehre auch. Wie zum Beispiel Gibbon, der Decline and Fall of the Roman Empire geschrieben hat, also Aufstieg und Fall des Römischen Reiches und so weiter und so weiter. All diese ganzen Quellen verwirft Rav Woodrow ebenso, wenn er dieses Buch widerruft. Da muss man sich immer von bewusst sein. Ja? Und ehrlich gesagt glaube ich diesen Quellen, selbst den Quellen der römisch-katholischen Kirche, wenn sie gegen sich spricht, eher als einem Autor, der ein Buch schreibt, das sehr logisch fundamentiert ist und sehr gut dokumentiert ist und das dann aus welchen Gründen auch immer widerruft. Das musste ich nochmal kurz von mir selber aus einwerfen. Der bekannte Historiker Josephus Flavius, den er also auch hiermit in Misskredit bringt, wenn er sein Buch widerruft, der schrieb folgendes, Zitat: Nimrod war es, der sie zu einem derartigen Affront und Verachtung gegenüber Gott aufreizte. Er war es auch, der nach und nach die Regierung in eine Tyrannenherrschaft umwandte, da er keinen anderen Weg sah, die Menschen von der Furcht Gottes abzuwenden. Die Massen folgten der Entschlossenheit Nimrods überaus bereitwillig, und sie errichteten einen Turm, wobei sie weder Schmerzen auswichen, noch in irgendeiner Hinsicht nachlässig an die Arbeit gingen, und so, mit Hilfe der vielen beteiligten Hände, wuchs der Turm sehr in die Höhe. Der Platz, worauf sie den Turm bauten, wird nun Babylon genannt. Ende Zitat. Der Betrug von Nimrods Frau Semiramis und ihrem Sohn Tammuz. Alexander Hislop in seinem Buch von Babylon nach Rom hat detailliert beschrieben, wie sich aus den Traditionen, worauf baut sich denn die römisch-katholische Kirche hauptsächlich auf? Wie sich aus den Traditionen, die Nimrod, seine Frau Semiramis und ihr Kind Tammuz betrafen, die babylonische Religion entwickelt hat. Genau darüber schreibt Alexander Hislop sein ganzes Buch. Seine Schlussfolgerungen sind auf Informationen gegründet, die uns durch die Geschichte und durch Legenden und Mythologien überliefert worden sind. Nach den alten Geschichten wurde nach Nimrods Tod sein Leichnam in Stücke geschnitten, verbrannt und in verschiedene Gebiete geschickt. Ähnliche Praktiken sind sogar in der Bibel erwähnt. So lesen wir unter anderem im Buch Richter 19,29, Zitat: Als er heimkam, nahm er ein Messer und ergriff seine Nebenfrau und zerschnitt sie Glied für Glied in 12 Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels. Interessant hierbei ist, dass Nimrod in 13 Stücke geschnitten wird und das 13. ein Stück ist, was eine Frau nicht hat. Von daher hier die 12 Stücke. Nur mal so nebenbei. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 11, Vers 7 lesen wir: Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte Stücke davon durch Boten in alle Gebiete Israels und ließ sagen: Wer nicht auszieht, Saul und Samuel nach, mit dessen Kindern wird man es genauso machen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Ende Zitat. Nach seinem Tod, also Nimrods, trauerten die Einwohner von Babylon sehr um Nimrod. Seine Frau Semiramis behauptete, er wäre nun der Sonnengott. Als ihr später ein Sohn mit Namen Tammuz geboren wurde, behauptete sie, dass er der wiedergeborene Nimrod des Volkes Held sei.
Das wird natürlich noch detaillierter in Alexander Hislops von Babylon nach Rom beschrieben, aber wer das noch detaillierter lesen möchte, dem rate ich an, dass er sich meine Lesung zu der Buch, die Videos zu der Buchlesung anschaut. Hier gehen wir da halt nur ein wenig oberflächlicher rein. Das nebenstehende Bild, das wir also hier sehen im Buch, zeigt die Art und Weise, wie Tammuz in der klassischen Kunst dargestellt wurde. Die Mutter des Tammuz hatte wohl von der Prophezeiung gehört, dass der kommende Messias von einer Frau geboren werden sollte, denn diese Wahrheit war von frühester Zeit an bekannt. Wir sprechen von dem berühmten Zitat in Genesis, also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo es heißt, Zitat, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieses wichtige Zitat kommt auch später nochmal in diesem Buch zur Ernennung, wenn es nämlich um die Jungfrau Maria geht und um die falsche Erklärung der römisch-katholischen Kirche, dass die Jungfrau der Schlange den Kopf zertreten wird. Aber da kommen wir dann hin, wenn es soweit ist. Übrigens, hier sind ein paar interessante Bilder von Sodom und Gomorra, wie man es heute immer noch findet. Schaut euch das mal nebenbei an. Semiramis behauptete, dass ihr Sohn auf übernatürliche Weise empfangen worden sei. Sie ist nämlich von der Sonne geschwängert worden. Und dass er der versprochene Same, eben genau dieser Retter wäre. In der sich nun entwickelnden Religion wurde jedoch nicht nur das Kind angebetet, nein, sondern auch die Mutter. Hallo Rom heutzutage mit der unbefleckten Empfängnis und Himmelfahrt Maria der ewigen Jungfrau, die Himmelskönigin. Ein großer Teil der babylonischen Religion wurde durch geheimnisvolle Symbole weitergetragen. Es handelte sich um eine Mysterienreligion. Hier übrigens das Bild von Alexander Hislops Buch. Das goldene Kalb zum Beispiel war ein Symbol für Tammuz, den Sohn des Sonnengottes. Da von Nimrod geglaubt wurde, dass er der Sonnengott oder Baal sei, wurde das Feuer als seine irdische Repräsentation angesehen. Daher wurden, wie später noch zu sehen ist, zu seinen Ehren Kerzen und rituelle Feuer angezündet. In der römisch-katholischen Kirche brennt man Kerzen. In der Bibel nehmen die Menschen Öllampen. Außerdem wurde Nimrod auch durch Sonnenbilder, Fische, Bäume, Säulen oder eben sogenannten Obelisken und Tiere dargestellt. Treffend schrieb Paulus Jahrhunderte später die Richtung, die das Volk Babylons einschlug. Das ist hier vielleicht als Rückblick gedacht, jedoch ebenso als gegenwärtige und zukünftige Warnung zu betrachten für das moderne Babylon, auch bekannt als Rom. So lesen wir nämlich im ersten Brief, also im ersten Kapitel des Römerbriefes, Verse 21 bis 26 von Paulus. Also, einerseits ein Blick in die Vergangenheit, andererseits aber auch ein Blick in die Zukunft und damals in die Gegenwart, in der Paulus sagt, Zitat, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zum Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Der Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Dieses System des Götzendienstes verbreitete sich von Babylon aus auf die Nationen, denn von dort verstreute Gott die Menschen über die ganze Erde, wie wir lesen in Genesis Kapitel 11, Vers 9, wo es heißt, Zitat, daher gab man ihr den Namen Babel,
weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Als sie von Babylon auszogen, trennten sie sich weder vom Götzendienst, der Anbetung der Mutter und des Sohnes, noch von den verschiedenen Mysteriensymbolen. Der weltreisende und Historiker der Antike, Herodot, berichtete von der Mysterienreligion und ihren Riten in zahlreichen Ländern. Er zeigte auf, wie Babylon die urzeitliche Quelle war, aus der alle Systeme des Götzendienstes hervorkamen. Also alle Religionen, die wir heute in 2019 kennen, die Bildnisse gebrauchen in ihren Lehren, kommen ursprünglich aus Babylon. Das ist der römische Katholizismus, das ist der abgefallene Protestantismus, das ist Buddhismus, das ist Hinduismus, das ist Islam, das ist Taoismus und das ist, ich weiß nicht, wen ich noch alles vergesse. Alle diese Religionen, die eben auch irgendwelche Bilder und Götzen oftmals gebrauchen, haben ihre Quelle, ihren Brunnen, ihre Wurzel in Babylon. Und das einzige Buch auf dieser Welt, das das Entstehen von Babylon aufzeichnet und wiedergibt, ist die Bibel, das Wort Gottes. Und deswegen Alexander Hislops Buch Von Babylon nach Rom und deswegen das Buch Babylon, Mysterien, Religion, das wir heute lesen. Weil in Babylon hat aller Aberglaube seinen Ursprung. Wir fahren fort. Er zeigte auf, wie Babylon die urzeitliche Quelle war, aus der alle Systeme des Götzendienstes hervorkamen. Bunsen, ein weiterer Historiker, der durch das Zurückziehen dieses Buches natürlich dann auch an Glaubwürdigkeit, zumindest wenn man dem Autor Glauben schenkt, verliert. Dieser Bunsen sagt, dass das religiöse System Ägyptens aus Asien und aus dem primitiven Reich Babels stammen würde. In seinem bekannten Werk Nineveh and its Remains, was auf Deutsch so viel heißt wie Nineveh und seine Reste, erklärt Layard, dass wir das gemeinsame Zeugnis der Religions- und Weltgeschichte haben, dass der Bilderdienst seinen Ursprung in dem Gebiet von Babylonien hat, dem ältesten religiösen System. Alle diese Historiker wurden von Alexander Hislop zitiert. Rom nimmt die babylonische Religion auf. Damit beschäftigen wir uns im nächsten Unterkapitel. Es ist eine bekannte Tatsache, dass das Weltreich Rom die Götter und Religionen der verschiedenen heidnischen, von Rom beherrschten Länder in sein System assimilierte. Da Babylon der Ursprung des Heidentums dieser Länder war, erkennen wir, dass die frühe Religion des heidnischen Roms nichts anderes war als die babylonische Verehrung. Diese hatte sich in den Ländern, in die sie Eingang gefunden hatte, zu verschiedenen Formen mit unterschiedlichen Namen entwickelt. Darum sagt die Bibel schon, es gibt nichts Neues unter der Sonne, nur alten Wein in neuen Kleidern, wie man es schon sagen könnte. Das im Gedächtnis behalten, stellen wir fest, dass in dieser Zeit, als Rom die Welt regierte, das ist immer noch heute, meine Lieben, heute regiert Rom immer noch die Welt, der wahre Retter Jesus Christus geboren wurde. Der wurde damals im heidnischen Rom geboren und heute leben wir im päpstlichen Rom, in dem Rom, in dem das kleine Horn regiert, was wir hier im Bild gerade passend sehen. Das im Gedächtnis behalten, stellen wir fest, dass in der Zeit, als das heidnische, das sonnenanbeterische Rom die Welt regierte, der wahre Retter, nämlich nicht Nimrod oder Tammuz, sondern Jesus Christus geboren wurde, unter den Menschen lebte, für die Menschen starb und auferstand. Er fuhr auf in die Himmel, sandte den Heiligen Geist und die neutestamentliche Gemeinde wurde auf der Erde gegründet. Was für eine gnadenreiche, was für eine großartige Zeit. Man muss nur einmal das Buch der Apostelgeschichte ganz lesen, um zu sehen, wie sehr Gott sein Volk in diesen Tagen gesegnet hatte. Viele Menschen wurden der Gemeinde zugetan, der wahren Gemeinde, der keuschen Jungfrau. Große Zeichen und Wunder geschahen, als Gott sein Wort durch begleitende Zeichen bestätigte. Wahres Christentum, apostolisches Christentum,
primitives Christentum, durch den Heiligen Geist gesalbt, verbreitete sich über die Welt wie ein Steppenfeuer. Es umkreiste die Berge und überquerte die Meere. Es ließ Könige erzittern und jagte den Tyrannen Angst ein. Von diesen ersten Christen wurde gesagt, dass sie die Welt auf den Kopf gestellt hatten. So kraftvoll war ihre Botschaft. So kraftvoll war ihr Geist. Aber dann kam die christliche Vermischung von Rom. Noch nicht allzu lange Zeit jedoch begannen die Menschen, sich als Herren anstelle des Heiligen Geistes über Gottes Volk zu stellen. Anstatt durch geistliche Mittel und durch die Wahrheit zu siegen, wie in den ersten Tagen, begannen die Menschen dies durch ihre Ideen und ihre Methoden zu ersetzen. Versuche, Heidentum, Sonnenanbetertum in Christentum umzuwandeln, wurden sogar in der Zeit, in der unser Neues Testament geschrieben wurde, gemacht. Paulus erwähnte, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bereits wirksam war und er warnte davor, dass ein Abfall kommen werde und dass einige vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren vom Dämonen achten, nämlich auf die betrügerischen Lehren der Sonnenanbeter. 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 3. Und 2. Thessaloniker 2 habe ich ja schon so oft zitiert, aber es heißt hier in Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt erst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und auch im 1. Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 2 lesen wir, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Als Judas den Brief, der seinen Namen trägt, schrieb, war er genötigt, die Gläubigen zu ermahnen, für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen waren dabei, sich heimlich einzuschleichen und zu versuchen, Erkenntnisse einzuschleusen, die mit dem ursprünglichen Glauben nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und so lesen wir im Judas Vers 3 und 4, Zitat, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn, Jesus Christus, verleugnen. Und für das Zeugnis, wie Judas es hier gibt, sind die Leute im Zirkus, den wilden Tieren, zum Fraß vorgeworfen worden. Warum gebraucht man hier Löwen? Weil das antichristliche oder in diesem Fall hier das heidnische römische System hier mit Daniel in der Löwengrube ad absurdum führen will. Aber der Autor fährt fort und sagt, das Christentum wurde hautnah mit dem babylonischen Heidentum in seinen vielfältigen Formen, mit denen es sich im römischen Reich etabliert hatte, konfrontiert. Die ersten Christen verweigerten jeglichen Kontakt mit dessen Bräuchen und Anschauungen. Genau das sollten wir auch tun. Es folgten intensive Verfolgungen. Viele Christen wurden zu Unrecht angeklagt, den Löwen, wie gerade eben in dem Bild gezeigt, vorgeworfen, auf den Scheiterhaufen verbrannt und auf verschiedene Art und Weise gefoltert. Dann geschahen große Veränderungen. Der Kaiser von Rom gab seine Bekehrung zum Christentum kund. Es gingen kaiserliche Befehle durch das ganze Reich, dass die Verfolgungen aufhören sollten. Bischöfen wurden große Ehrerweisungen entgegengebracht. Die Kirche bekam weltliche Anerkennung und Macht. Aber für all das musste ein hoher Preis gezahlt werden. Es wurden viele Kompromisse mit dem Heidentum geschlossen. Also eine Verwässerung der fundamentalen Absolutlehre von Weiß und Schwarz und Grau hielt Einzug. Anstatt dass die Kirche sich getrennt von der Welt gehalten hätte, wie Gott es bereits gefordert hat, wurde sie ein Teil dieses Weltsystems. Der Kaiser verlangte nach einer Führungsposition als Ausdruck seiner Gunst, denn im Heidentum galten Kaiser als Götter. Julius Caesar war der erste römische Kaiser, der auch als Gott verehrt wurde, 48 vor Christus.
Von da an fand eine umfassende Vermischung des Heidentums mit dem Christentum, vor allem in Rom, statt. Wir denken, dass die nachfolgenden Seiten diese Vermischung beweisen, die das System hervorbrachte, das heute als die römisch-katholische Kirche bekannt ist. Wir bezweifeln nicht, dass es viele achtenswerte, ehrenhafte und auch fromme Katholiken gibt. Es ist auch nicht unsere Absicht, irgendjemanden, mit dessen Glaubensabsichten wir nicht übereinstimmen, nicht ernst zu nehmen oder ihn lächerlich zu machen. Wir hoffen stattdessen, dass dieses Buch Menschen anregt, egal welcher Kirche sie angehören, babylonische Lehren und Anschauungen zu verlassen und nach dem Glauben zu streben, der einst den Heiligen überliefert wurde. Damit endet das erste Kapitel. Und wir haben heute in dieser ersten Lesung die Wurzeln von Babylon kennengelernt. Aus dem Buch Die römische Kirche, Mysterienreligion aus Babylon. Und wir haben sehr gut gesehen, dass das, was vor, wie lange? 4000, war vor etwas über 4000 Jahren nach der Sintflut angefangen hat, sich bis in die heutige Zeit hinübergerettet hat. Es hat hier und da andere Formen angenommen, es hat hier und da eine andere Kleidung angezogen, es hat hier und da eine andere Maske sich aufgesetzt, aber das Gesicht hinter der Maske ist dieselbe geblieben. Und wir haben heute den Grundstein gelegt, um in eine tiefere, viel weitergehende Studie dieses Buches zu gehen. Wir haben noch knapp 20 Kapitel vor uns und es wird eine lange, eine intensive Reise, das kann ich euch versprechen. Und ich hoffe, dass ihr motiviert seid, um mir auch folgendes Mal, ich wollte gerade sagen folgende Woche, aber dann lesen wir ja das andere Buch, aber bei der folgenden Lesung dieses Buches wieder zu folgen. Ladet euch das Buch herunter. Ich habe es inzwischen auf meiner Bibliothek in archive.org hochgeladen. Man kann sich das da runterladen und der Link dazu ist in jedem dieser Videos verlinkt. Jeder kann sich das Buch also gratis herunterladen im Internet und kann es mitlesen, kann es ohne meine Lesung für sich selbst lesen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal bei dieser Lesung wieder so zahlreich erscheinen würdet. Einerseits ihr, die ihr mir live in Skype zugeschaltet seid und andererseits ihr, die ihr nachher diese aufgezeichneten Videos auf YouTube oder wo sonst die veröffentlicht werden, euch anschaut und euch damit bekannt macht, dass der Gott, der die Erde und alles, was darin ist, geschaffen hat, derjenige ist, der uns auch ganz deutlich sagt, wo all diese götzenanbeterischen, sonnenanbeterischen, falschen Religionen ihren Ursprung haben. Nur in der Bibel haben wir das wahre Wort Gottes, das uns ganz deutlich sagt, wo die Wahrheit entstanden ist und wo die Lüge entstanden ist. Und ob wir lieber die Wahrheit folgen, die hier und da, wie in der Bibel auch geschrieben steht, erst süß auf den Lippen schmeckt, aber dann bitter im Bauch sein kann, oder ob wir lieber die Lüge nehmen, die vielleicht ein wenig bitter auf den Lippen schmeckt, aber nachher süß im Bauch ist, das ist die Frage. Wem folgst du? Christ oder Antichrist? Wie ich damals bei der Lesung von Luther 2017 bereits ein paar Mal gefragt habe. Diese Entscheidung wird euch vielleicht leichter gemacht, wenn ihr diese Lesung der Babylon Mysterienreligion des Buches von Ralph Wittrow weiter mit verfolgt. Für heute danke ich für eure Aufmerksamkeit, eure Kommentare unter dem Video und bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit dem Aufruf: Lest eure Bibel. Maranatha. From the